Hey Leute, was geht? Heute gibt's mal wieder eine Schuh-Review und ich sage dazu nur Cash only. Bis gleich. Okay Leute, wie gesagt, heute wieder eine Schuh-Review und zwar geht es um keinen geringeren als um den DC Lynx OG Cash Only. Represent Collaboration. Ha! So dope! Yo, DC Lynx OG Cash Only Crew. Das ist eine Collaboration, wie gesagt, von DC und dem Street Brand Cash Only. Schaut euch den mal an. Ein schwarz Denim Jeansstoff mit Gamsode. Ja, es gab ja schon mal, DC hat ja schon mal einen Lynx OG rausgebracht, der komplett schwarz allerdings war. Also da war die Gamsohle gar nicht mit drin. Das war das John Shanahan Pro Model, ne? Vom DC Lynx OG. Und den muss ich sagen, der war auch komplett in schwarz gehalten. Auch die Sohle hatte aber kein Gamm. Ne? Also die Sohle wurde nicht in Gamm gehalten, sondern war auch schwarz. Hatte hier so ein kleines Dashback dran, das du auf- und zumachen konntest mit einem Druckknopf. Und da muss ich sagen, den fand ich nicht so dope. Ich weiß nicht, weil dieses komplett schwarz, also du hattest keinerlei Kontrast da drin, so wie es in diesem Fall hier ist. Cash Only ist ein Street-Brand. Sweatshirts, T-Shirts, Baggy Pants, halt im Hip-Hop-Style herstellen und rausbringen und halt auch den Style so verkörpern. Ne? Also auch wenn du Skate-Videos von Cash Only siehst, das ist meistens so im, ja, wie X1000 Stil gehalten, also so diese alten Filmaufnahmen, nicht mehr dieses hochaufgelöste, ne, HD oder wie auch immer. Ist eine coole Crew. In dem Fall haben sie jetzt eine Collaboration mit DC gestartet und den Lynx OG an den Start gebracht. Der Schuh soll so eine Hommage, habe ich gelesen, an die goldene Ära des Skateboardings sein, also ne, sprich Ende der 90er oder 90er Jahre, Anfang 2000er, wo die Hosen baggy waren und die Träume noch baggier. Der Stoff, wie gesagt, das ist so ein Denim-Stoff, das ist Jeans-Stoff auf Leder genäht, ne? Und das Coole an der Sache ist halt, wenn du den skatest und der nutzt sich ja auf jeden Fall, wie gesagt, wie jeder Skateschuh halt irgendwann auch ab. Und du hast unter dem Denim hast du halt das Leder und wo du überall so kleine Cash-Only-Schriftzüge draufgepackt hast. Auf der Zunge hast du den fetten Schriftzug, Cash-Only. Ich muss sagen, ich habe erst gedacht, so wo ich den gesehen habe, dachte ich, ist das zu viel schwarz wieder, also ne, er setzt ja so einen Akzent durch diese Gamsohle. Auf der anderen Seite auch dadurch, dass er so fett gehalten ist, ne, der ist so puffy. Du hast hier zum Beispiel, siehst du die Nähte noch, also es ist, sieht alles so ein bisschen nicht so ganz sauber aus, was aber auch so gewollt ist. Die Nähte sind halt so auch in so einer Gammfarbe gehalten, ne, kannst du hier so sagen, dass das so ein bisschen den Kontrast auch mit der Gamsohle hast. Was du beim DC Lynx auch immer hast, beim OG, hast du hier halt wie gesagt so ein fettes Entlüftungsloch. Die Laces Loops hier, die sind hier unten wieder ziemlich fett gehalten. Du hast hier oben, ich denke aber nicht, dass das ein Problem ist, sind sie so aus dünnerem Stoff, wie man das hier sieht. Die ersten beiden sind richtig fett, also bis du da durch bist, ne, das dauert. Und eigentlich ist es auch in der Area hier, ne, das ist ja hier Flip Ollie Area, dass du da die Abnutzung hast und nicht in diesem Bereich. Abnutzung, also beim Skaten hast du halt ganz normal, jeder Skateschuh nutzt sich irgendwann ab und das hast du auch beim DC Lynx OG, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einfach so, ne? Aber du brauchst halt bei den OG-Modellen, würde ich sagen, im Allgemeinen, also nicht nur beim Lynx, das kann ich auch für den Kalis OG, für den Truth, kann ich das auch bestätigen. Du brauchst einfach, aber die brauchen länger, bis die runter sind. Also die kann ich skaten, im Gegensatz zu diesen konventionellen Skateschuhen. Wesentlich länger. Und
Du hast die Abnutzungen halt, ne? Wie gesagt, hier vorne in der Kickflip-Area auf jeden Fall, dass du hier da, wo der Gamm verarbeitet ist, die Sohle, dass du hier dann irgendwann deine Abnutzungsspuren hast. Und auch die Nähte aufgehen. Du kannst aber auch, ich sag mal so, vorbeugen und da schon mit Sekundenkleber auf die Nähte einwirken, dass du da so ein bisschen drauf machst. Ne? Und auch hier in der Ollie, in der Heelflip-Area, dass du dann hier bei den Laces Loops, die Schnürsenkel, dass die sich natürlich auch irgendwann abnutzen, du deine Löcher reinbekommst, dass sich die Schnürsenkel, dass du die auch mal reißen, dass du, was weiß ich, die mal knoten musst oder sie mal ersetzen musst. Auch alles das hast du beim DC Links OG. Hier vorne in dem Bereich haben sie auch wieder mit Mesh gut gearbeitet hier, ne? Das ist wieder mit Leder und Denim überzogen, also Jeansstoff, und hier hast du aber viel mit Mesh, als auch hier hinten in der Heel, also im Fersenbereich, auch Mesh verarbeitet. Du hast hier, wie gesagt, diese eingearbeitete Stash-Tasche, ne? Hier, wo du auch, was weiß ich, deine Schlüssel, Geld, was auch immer reintun kannst. Das gleiche Prinzip hatten sie beim DC Link Sabotage, also von der Sabotage Crew, als die Collaboration rausgekommen ist. Das war ja dieser hellblaue, den ich auch schon mal in einem Video präsentiert hatte, und die haben sie hier jetzt eingebaut. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, so dick war noch keine Lasche. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich fahre so auf diesen puffigen Kram ab bei Skate schon, dieses Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre. Was ich auch noch nicht erlebt habe, dass du hier im Sohlenbereich irgendwelche Holes, also irgendwelche Löcher reingeskatet hast. Ne? Die Sohle nutzt sich ab. Du hast dann halt auch wirklich, dass die hier runter ist, dass du dann irgendwann so das Profil richtig runter ist und es nur noch glatt ist. Das habe ich auch eigentlich. Aber ich habe noch nie Löcher in der Sohle gehabt. Und Bordgefühl, hatte ich schon gesagt, ist auf jeden Fall, ich finde es ausreichend, ich finde es genug. Mehr muss ich gar nicht haben. Also das reicht für mich. Und der Vorteil ist halt, dass, solltest du mal Primo landen, du davon nicht viel mitbekommst. Das ist immer so eine Geschmackssache. Ne? Es gibt ja Skater, die wollen das haben. Die haben dann halt auch diese vulkanisierte Sohle bei ihren Skateschuhen, ne, wo du wirklich alles durchspürst, wo, wenn du Primo mal auf deinem Board landest, ja, die auch richtig wehtust. Und das ist in dem Fall hier überhaupt nicht gewinnt. Ich würde sagen, das ist so ein Mittelding. Ist das Witzige dabei, ne? Also ich mache hier jetzt nicht irgendwie Werbung, weil ich dafür bezahlt werde, sondern das ist wirklich aus reiner Überzeugung, weil ich dieses Modell einfach, ich habe das schon mal in dem einen Video gesagt, irgendwie so, das ist so ein Punkt, ob das jetzt Kalis, Stevie Williams, Sabotage Crew, bei Cash Only, bei den Jungs ist genauso, die finden, was dieser Hip-Hop-Effekt, dieser Style von denen beim Skaten und so, wie sie ihr Skateboarding präsentieren, das macht bei mir einfach irgendwas, da kriege ich einfach Bock, mein Deck mir zu schnappen und skaten zu gehen. Und das ist so das, wo ich sage, wenn du inspirieren kannst, ne? Also besser geht ja nicht. Mehr kannst du ja nicht schaffen. My favorite. DC Links OG. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal an dieser Stelle. Und wir sehen uns. Bis dann. Peace.